Hallo, darf ich Sie heute wieder in der Pluspunkt-Apotheke am Erbischen Tor begrüßen? Wir haben heute Herbstthema, Winter, Erkältungs-, Infektionsthema, aber ich möchte nicht mit Ihnen über Arzneimittel sprechen, sondern heute mal ein bisschen ungewöhnlich über ein Nahrungsergänzungsmittel, das sehr gut gegen Infektionen wirkt, nämlich den Manuka-Honig. Ich weiß nicht, ob Sie vom Manuka-Honig schon mal was gehört haben. Es ist eigentlich in Deutschland gerade so am Kommen. Und es beginnen auch gerade die Studien in Berlin oder auch in Dresden damit. Aber im Ausland, also Australien, Neuseeland und Kanada, ist das ein ganz, ganz gängiges Nahrungsergänzungsmittel gegen Erkältungen, gegen Bakterien, gegen Infektionskrankheiten. Was ist Manuka-Honig eigentlich? Manuka-Honig wird hergestellt von Honigbienen in Neuseeland und Südaustralien, gesammelt von den Blüten der Südseemyrte, eben der Manuka-Pflanze oder des Manuka-Strauches. Die Bienen tragen diesen Blütennektar in ihre Waben, lagern es dort ab. Dort bildet sich der ganz wichtige, essentielle Wirkstoff Methylglyoxal. Und dieses Methylglyoxal ist für die Wirkung des Manuka-Honigs verantwortlich. Das Methylglyoxal ist ein Zuckerabbauprodukt mit einer sehr starken und guten antibakteriellen, antiseptischen, antioxidativen, also gegen Radikale sehr gut wirksamer Stoff, der tatsächlich auch in unserem Honig vorkommt, allerdings in dem Honig aus Neuseeland hundertfach. Also, das ist unglaublich, wie stark wirksam das ist. Das wird auch immer wieder auf dem Honig aufgeführt, und zwar mit dem Begriff MGO, also Methylglyoxal, oder UMF. Das steht manchmal auch drauf. Das heißt also dieser Unique Manuka Faktor. Das ist der australische Begriff dafür. So bezeichnen die das. Also ein MGO von 400, der sehr gut gegen Bakterien wirksam ist, entspricht einem UMF-Wert von 20. Manuka-Honig ist seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden, ein bewährtes Mittel, um Naturheilkräfte zu nutzen, um gegen Erkrankungen bei den Naturvölkern, wurde das schon damals eingesetzt und war dort wirksam. Inzwischen ist dieser Manuka-Honig und seine Wirkung wissenschaftlich bewiesen, vorzugsweise in Kanada, aber auch hier in Deutschland, speziell in Dresden, gibt es ein Institut, ein Professor Hähnel, der den Wirkstoff sehr gut untersucht hat und der eindeutig von einer effektiven und wirklich nachweisbaren Wirkung spricht. Sie können Manuka-Honig einsetzen äußerlich, entweder bei Akne, bei Wunden, Entzündungen, bei Verbrennungen ist es sehr gut wirksam, entweder als reinen Honig oder auch verdünnt oder auch eben als Creme. Es gibt es auch als Creme speziell für Hauterkrankungen. Es kann sogar beim diabetischen Fuß gut wirksam sein, wenn dort die Wunden nicht heilen oder die Wunden mit einer starken Narbenbildung heilen, dann kann man auch dort Manuka-Honig einsetzen. Innerlich anzuwenden ist Manuka gegen Bakterien, Infektionskrankheiten, Erkältungskrankheiten, bei Blasenentzündungen, bei Mundinfektionen, bei Zahnfleischentzündungen, Parodontitis zum Beispiel. Man kann es auch als Mundspray direkt kaufen. Es ist tatsächlich wirksam gegen den Helicobacter pylori. Das ist also dieses Magenbakterium, das sehr oft für Sodbrennen verantwortlich ist, und auch für den Escherichia coli, der uns ja oft im Darmsystem und im Darmtrakt zu schaffen macht. Neueste Studien aus Berlin belegen zum Beispiel, dass auch bei Krebspatienten, die eine Chemotherapie bekommen müssen, mit Manuka-Honig die Infektionsraten gesenkt werden können. Noch ein wichtiger Hinweis für den Personenkreis, der Manuka anwenden darf und nicht darf.
Dadurch, dass Manuka-Honig ein reines Naturprodukt ist, das bei den Bienen wirklich aus den Waben geschleudert wird und dann nichts mehr damit passiert, also keine Reinigung, keine Bestrahlung, keine chemischen Vorgänge, kein Erhitzen, kein gar nichts, sondern es wird wirklich tatsächlich so als Naturprodukt in die Gläser abgefüllt, ist das Produkt nicht geeignet für anfällige ältere Menschen, weil es ganz klar irgendwelche Bakterien beinhalten könnte, die ältere Menschen zusetzen könnten, geschwächte ältere Menschen. Es ist nicht geeignet für Babys und Säuglinge unter einem Jahr, weil das Immunsystem noch nicht ausgeprägt ist. Und es ist natürlich selbstverständlich, weil es ja ein Honig ist, ein Zucker enthaltender Honig, ist es nicht geeignet für Diabetiker, für die Einnahme. Also Diabetiker für den Fuß, für die Wunden, ja, äußerlich ja, innerlich bitte nein. So, jetzt noch die wichtige Frage: Wie können Sie den Manuka-Honig anwenden? Sie können ihn ganz einfach als richtig Honig auftragen. Das heißt, Sie können damit Ihre Wunden, Ihre Verbrennungen mit abdecken. Also am besten dann auf den Verband geben, den Honig, und auf die Wunde legen. Sie können den Honig auch direkt auf eine Narbe aufstreichen. Sie können aber auch eine Creme kaufen, die gibt es auch, dass man es dann nicht ganz so klebrig hat. Man kann mit dem Manuka-Honig einfach auf eine Messerspitze geben oder auf ein Teelöffelchen und das in den Mund abschlecken, wie eben normalen Honig. Allerdings dann nicht gleich runterschlucken, sondern so lange wie möglich im Mund lassen, sodass er direkt dort über die Mundschleimhaut auch wirken kann und auch an der Mundschleimhaut wirken kann. Dann haben Sie gleich den Effekt, dass Ihre Mundschleimhaut gesund, gestärkt und widerstandsfähig ist. Zur Immunstärkung nehmen Sie jetzt zum Beispiel in der Herbstzeit oder im Frühjahr in der nasskalten Zeit morgens einen halben Teelöffel und abends einen halben Teelöffel. Damit haben Sie sich dann gut gewappnet gegen das kalte Klima. Sie können, wie gesagt, auch als Mundspray verwenden. Gibt es auch. Es gibt es auch als Öl. Es gibt Manuka-Öl. Das ist dann so wie eine Art Teebaumöl. Da kann man ja auch verschiedene Bäder und so weiter mitmachen. Also es gibt sehr, sehr viel, was man mit dem Manuka-Honig oder mit den Manuka-Produkten machen kann. Und ich würde Ihnen empfehlen, kommen Sie doch zu uns, fragen Sie nach, erkundigen Sie sich. Wir zeigen Ihnen sehr, sehr gerne die Produkte und beraten Sie auch sehr gerne.